Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avanacho und herzlich willkommen in Subnautica Ghost, die Hardcore-Version. So, ich habe nochmal so einen Beetkasten dahingestellt. Da habe ich dann jetzt die Melonen drin. Und ist die jetzt auch schon schlachtreif? Nee, ne? Nee, die noch nicht. Und da habe ich jeweils einen Knollenbaum reingesetzt. Der ist am Wachsen, das ist schön. Ist das schön? Der hier ist am Wackeln, weil er wächst. Und die hier sind fertig, die wachsen nicht, wackeln nicht. Ja, wie ihr seht, nochmal einmal kurz ins Menü und wieder zurück. Zum momentan ist man es einfach sicherer. Ich hatte bei den letzten oftmals so gemacht, dass ich also gar nicht zwischendurch rausgegangen bin. Auch wenn ich mal mehrere Folgen aufgenommen habe. Aber jetzt ist es mir einfach momentan sicherer. So, das kann alle weg, das kann weg. Ich brauche eine neue Batterie. Die ist ja gleich alle. Und dann brauche ich auf jeden Fall eine neue Ersatzbatterie. Weil dann muss ich wechseln. Tue ich erst dann, wenn sie komplett... Ach, kann ich scannen? Versuch's mal mit dem Scanner. Die Lampe brauchst du da jetzt gar nicht. Mach so und dann musst du doch wieder reinwechseln. Ja. Und dafür brauche ich zwei und dann bin ich ja schon durch. Kupfer habe ich ja noch oben. Reparaturtool. Mach noch eine Batterie. Ich brauche auch noch ein Reparaturtool. Habe ich total vergessen. Wollte reparieren. Ich glaube, es gibt 6 Pots, ne? Das heißt, wir nehmen 6 Nachrichten mit. Und die 7. lassen wir warten, weil ich wollte eigentlich das mit dem Raumschiff abwarten. Weil die 7. ist, glaube ich, das... Oh, da muss ich auch wieder Kupfer sammeln. Das ist ja unschön. 2 Batterien. Ne, wenn wir zur Aurora, das machen wir dann jetzt auch. Wir gehen jetzt mal einmal in die andere Richtung. Gucken mal, was da... Oh, das Reparaturtool, da brauche ich doch schon wieder... Und dafür brauche ich auch Kupferdraht. Den wollte ich eigentlich machen. Das heißt, wir holen jetzt erstmal ein bisschen Kupfer. Ah, dafür brauchte ich das Salz. Genau, ich wusste ja für irgendwas. Einmal, zweimal Salz und einmal Höhen. So, dann haben wir das ja und einmal Titan. Dann haben wir das ja auch schon mal. Das ist ja gut. Dort. Was war das? Achso, kein Bestandteile. Warum ist da drin, wenn die Bestandteile unbekannt sind? Das finde ich. Aber den habe ich doch. Naja. Reparatur-Dings. Den muss ich auch noch. Den da. Zweimal Blei und Wassergewebe. Habe ich so beides hier. Ich wollte das Werkzeug Reparaturgedöns. Dankeschön. So, jetzt können wir gucken, ob das auch da liegen bleibt. Ne, das hat er mir direkt mitgegeben. Und zweimal Blei. Dann machen wir den auch direkt. Dann haben wir den ja fertig. Aber den Destillieranzug, konnte man den auch immer schon direkt komplett machen? Weiß ich nicht. So, dann kann ich mal ganz kurz hier hin. Ach nee, die wollte ich ja tatsächlich... Wollte ich ja tatsächlich erst aufbrauchen, ne? Weil ich will jetzt wissen, was dann da hinten ist. Wenn da nicht die Dingens ist. So, alles heile. Na super, ist er klasse. Das heißt, in die Richtung, genau. Da war die Insel, da ist das Wrack. Und dann müssen wir jetzt in diese Richtung. So. Juhu. Ich habe das Licht einfach mal direkt ausgemacht. Mal gucken, was da hinten kommt. Dann wird da vermutlich ja die 2. Insel sein jetzt. Wenn sie die Map einfach nur rotiert haben. Würde ja Sinn machen. Auf jeden Fall sind hier schon mal große Tiere. Das ist jetzt das Schöne, dass es nicht mehr direkt so hakt, wenn die auftauchen. Vorher, wenn die aufgeploppt sind, habe ich einmal so... Was ist das eigentlich für ein... Das da. Keine Ahnung. So, in diese Richtung. Oh, da ist ja noch einer. Und noch einer. Muss man ja aufpassen, wo man hinschwimmt. Ups. Da ist noch einer. Oh.
Es ist schön. Das ist so schön jetzt. Wo ist denn das? Okay, die Richtung. Das ist schön, dass das jetzt nicht mehr so hakelt. Also da ein ganz dickes Lob. Das finde ich richtig gut. Dass ich da jetzt diese Mega-Lecks nicht mehr habe. Weil das kommt mir jetzt hier nicht vor als... Nee, das ist doch das rote Gebiet. Die werden natürlich an dem Biom ein bisschen, ja, arbeiten oder... Was ist denn das? Kenne ich das? Nö. Muss ich das kennen? Glaube nicht. Da heißt das Wrack, ja, dann kommt hier ja nichts mehr. Habe ich so das Gefühl, ich sollte vielleicht mal kurz nach oben. Weil, wenn, wo die Tiefsee war, da war ja nichts mehr, ne? So im Allgemeinen. Was ein Timing. Ich liebe es. Mit R. Ich drücke R. Also nicht R, sondern meine... Der Wärme ist doch schon wieder... Habe ich das hier gesetzt? Warum? Ich sehe gerade nicht, was an der S100. Leviathan-Gruppe. Leviathan-Gruppe. Finde ich nicht. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nichts. So sehe ich auch nicht mehr. Dann ist hier jetzt nur Tiefsee? Ist mal ernsthaft? Gehen wir einfach nur tiefer. Ja. Diese Fischschulen, die finde ich immer schön. Vor allen Dingen, wenn sie leuchten. Sieht irgendwie knuffig aus. Ja, da ist eine Menge Sand. Was denn? Die Viecher. Haben die neue Geräusche gekriegt? Ist ja lustig. Oh, ein Sandhai. Das ist doch Riff hier. Ach, tu mir nichts. Ganz böse. 30 Seconds, ganz böse. Was war denn das? Da war doch der Sandhai. Und war der so laut oder war da noch was anderes? Oh, das ist tiefer als ich dachte. Ich bin dabei, ich bin dabei. Gib mir eine Chance. Gib mir eine Chance. Ich bin ja schon fast oben. Ich brauche nicht mehr lange. Ich brauche nicht mehr lange. Ich bin da oben. Ich habe momentan ein Timing, das ist unter aller Sau. Das ist perfekt. Ja, aber jetzt... Was war denn jetzt da unten? Das war aber auch wirklich mit dem letzten Atemzug. Irgendwas war hier unten. Frage ist was? Aber ich würde es gern wissen. Okay, ich will es gar nicht mehr wissen. Ich bin einfach mal wieder weg. Es ist die Tiefsee. Wieso ist der an der Ecke? Ist ja sehr unschön. Dann war ich ja quasi unter dem eben. Das sind Sandhaie? Okay. Also da, wo die Insel war, ist jetzt Problem. Wissen wir das dann auch schon mal und können zur Aurora. Dann kann ich die Batterie aber hier lassen. Die brauche ich ja dann gar nicht mitnehmen. Oder ist er schlichtweg überall in der Tiefsee? Habe ich noch nie so drauf geachtet. Oh, was war denn das jetzt hier? Okay. Warum nicht? Holen wir uns, ja, entweder in der Aurora halt die Motte. Oder unterwegs dorthin. Da gibt es ja immer auch immer noch so kleine Wrackteile. Aber dass wir die halt erstmal haben, damit wir so durch die Gegend können, ohne ständig Probleme zu bekommen, so wie gerade eben. Nehmen wir mal wieder Licht an da oben. Das kostet mich zu viel Energie hier unten. Verstehst du?
Na, er hat's verstanden, so ist besser. Habt ihr eigentlich irgendwas? Doch klar, man kann doch hier auch so... Hm? Wieso kann... Was konnte ich hier scannen? Lass mich mal. Eine Riffrücken. Okay. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich muss doch erstmal zu Ende scannen. Lass mich anderen ins Foto machen. So. Fremde Lebensform. Ja, da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja, ich kann auch was scannen. Aua, was denn? Ich tu dir wirklich nichts. Lass mich hier machen. So. Ich tu dir wirklich nichts. Ach so, ich werde beschossen. Hey. Hör mal, ich tu dem Dicken doch gar nichts. Ist doch alles gut. Naja. Ich sag nichts. Sag gar nichts dazu. Ups. Das ist jetzt schon mal sehr viel besser. Vielleicht packen die sich jetzt auch nicht mehr so an den Dingern fest, dass man auch in der Tiefsee echt mal bauen kann. Das würde... Oh. Das würde mich auch freuen. Nee, geh weg. Ich sehe was zum Scannen. Jetzt will ich scannen. Also lass mich... Ich muss erstmal Luft holen. Dann will ich scannen. Ja, ja. Ich weiß. Machen wir nochmal den... Juhu. Und hinein. So, jetzt müssen wir oben bleiben. Warte. Ich brauche Luft. So. Und runter. Und dann Hai, geh weg da. Wo ist es denn hin? Hier war doch. So durch kann ich jetzt eigentlich auch. Jetzt ernsthaft? Na, hier ist schon mal irgendwie soweit. Und dann muss das hier auch in der Nähe sein. Da ist doch noch was. Ja, da ist noch was. Hier? Nee. Was ist denn das? Seemotterfragen. Ja, das ist schön. Das ist auch gut. Und da ist noch eins. Juhu. Wir haben schon 2 von 3. Das ist gut. Meistens bleibe ich ja bei 2 von 3 stehen. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Hier war doch... Ich bin nur noch einmal geradeaus hoch. Wieso ist denn jetzt nichts mehr da? Muss der hier irgendwo sein? Da ist noch was. Oh, ein Seemottenfragment. Sehr schön. Haben wir die Seemotte doch schon mal zusammen. Und wenn wir jetzt noch das mobile irgendwas finden... Dann ist super, ne? Hier ist aber... Na, hier ist ja Seemottenfragmente ohne Ende und noch viele andere Sachen. Und das? Basisbioreaktor, okay. 30 Sekunden. Lasst mich mal alle in Ruhe, ich will scannen. Und dann kann ich hier nämlich noch ein bisschen Titan mitnehmen, wisst ihr? Was ist denn das? Scannerraumfragment, sehr schön. Die wollen alle mein Blut. Ups, ich muss noch mal kurz nach oben. Also diesmal ganz gerade hoch. Und diesmal gehen wir auch ganz gerade wieder. Ich bin doch schon dabei. Ich sage, du bist viel zu spät. So. Einmal drehen, einmal runter. Weil so ganz kerzengerade hoch funktioniert ja irgendwie auch nie. Doch, funktioniert irgendwie. Weil jetzt kommen wir auch kerzengerade runter. Lass mich in Ruhe. Sonst beiß ich dich auch. Ich habe ein Messer mit. Basisbio, Bio-Dingsbums, Seemotte. Kennen wir schon. Hier haben wir noch nix. Naja, alles gut, Kinders. Da haben wir nochmal. Ah, Basis Bio. Na toll. Ich brauche doch jetzt mal die mobile Modifizierungsdingsterbums da. Nein, nicht Modifizierungs. Die mobile Schiffsgedöns. Naja, es wissen alle, was ich meine, nur ich nicht. Also ich weiß es auch, aber. Wollte ich wirklich mal einen Scannerraum zusammenkriegen? Nicht wirklich, ne? Hört schon wieder auf. Hört schon wieder auf. Aber wenn ich ja schon mal hier bin, kann ich es auch mitnehmen. Ich gehe dann eh erstmal kurz nach Hause. Mach mal so. Dann komme ich doch schneller voran. Hm.
Da ist doch was über mir. Das ist schön, das ist jetzt... Okay, ich muss mal kurz an dir vorbei. Weil ich glaube, da unten war jetzt nichts mehr, ne? Und dann gehen wir nochmal... Das sieht gerade komisch aus mit dem Licht. Unter Wasser richtig, über Wasser falsch. Versteht ihr, was ich meine? Ja, mächtige Schatten da unten auftaucht. Schon nicht übel. So, aber ich glaube, jetzt habe ich hier erstmal alles, was ich hier so kriegen kann. Dann können wir ja weiter gucken. Hause ist dort. Guck mal, man muss die einfach nur ein bisschen anschimpfen und schon geht's, ne? Ah, das ist ein Ei. Kann ich das nicht auskennen? Nö. Man muss die einfach nur ein bisschen anschimpfen, dann hauen sie wieder ab. Das sind so diese kleinen Map-Fehlerchen, ne? Die sind sehr unschön. Aber das kriegen sie irgendwann raus. Das ist jetzt auch nichts, was... Na? Wachst du immer noch fest? Scheinst nicht so heftig festzubammen. Die, das sind so die kleinen Tellerminen sind das irgendwie, ne? Die sehen so aus, als ob. Jo, hier ist dann jetzt nichts mehr. Ich bin zu Hause, Titan wegbringen und gut ist. Dann kommen wir zur Aurora. Wobei, wir haben, ich sollte erstmal Kupfer besorgen. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Wo ist denn jetzt bitte schön? Da ist er doch. Und dann wäre es ja ganz praktisch, wenn wir ein bisschen Kupfer hätten. So, das heißt, ich knall jetzt hier den Laden mit Titan zu. Bis halt da nichts mehr reinpasst. Und den Rest schmeiße ich unten rein. Dann kann ich gleich was essen und trinken. Und oh, hier passt aber eine Menge rein. Erstmal die leere Batterie. Ja. Und jetzt den ganzen restlichen Kran, den ich nicht brauche. Und dann habe ich auch Platz für... Naja. Für Kupfer zum Beispiel. Das ist doch vollkommen... Ich kann ja im Notfall auch immer noch was dran bauen. Aber ich brauche... Das mit dem Licht hier über Wasser... Nein, das ist nicht so richtig. So. Rinder mit. Reparaturtool habe ich schon mal, das ist ja... So, ne? Mal gucken, ob ich damit das Ding voll kriege. Nö. Beim nächsten Mal. Das heißt, wenn wir den nehmen und den zumachen, dann habe ich es aber voll. Weil... Naja, läuft doch. Dann kann ich... Ich glaube, hier habe ich angefangen zu essen. Ich brauche noch ein bisschen Knolle. Hallo? Zu 99%. Ist das jetzt dann ernst? 99%. 100%. Aha, geht doch. Jetzt überfressen wir uns erstmal. Sollte man ja nicht tun. Läuft. Und Kupfer. So, jetzt hatten wir... Oh. Wo hatten wir? Also. Jetzt hatten wir... War doch, das war doch auch in diese Richtung. Richtung Wrack? Ah gut, das ist auch 1000 Meter weg. Also so weit war ich ja nicht geschwommen. Das sieht lustig aus. Hat er immer schon so komisch gewackelt? Wenn er mit dem Ding da geht. Okay, da war jetzt aber ein unschönes Leck. Hier bin ich hier richtig. Ich suche jetzt das Röhrchen, weil ich weiß, dass dahinter auch noch so ein Röhrchen war, glaube ich. Oder ich habe das beim letzten Mal falsch gesehen. Moment. Warte mal. Da rot und direkt hier schon. Dann sind wir aber ganz falsch. Weil hier, wenn hier Riff ist, wieso ist hier Riff? Kügelchen. Blaue Kügelchen.
Ist nicht das, was ich jetzt suche, aber ich will mal... Stimmt, hier gibt es ja auch Steine ohne Ende. Stimmt, bei den blauen Kügelchen waren auch Steine beim Riff. Ist jetzt Titan und so und nicht das, was ich brauche, aber... Es ist schon mal was da... Und was war... Genau, sowas können wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber ich nehme es mal mit. Wir haben noch neue Geräusche gekriegt. Die Tierchen. Die da. Eigentlich kann ich das Ding auch mal langsam scannen, ne? Erstmal nach oben. So, immer auf den letzten Drücker, das geht irgendwann mal schief. So. Gut, also wenn wir hier das Riff haben, dann ist es ja schon fast egal. Momentan zumindest. Ob ich jetzt das andere, die andere Dinge zwinge. So. Nee, ich wollte eigentlich... Genau, das wollte ich. Ich brauche jetzt erstmal nur eine Menge Kupfer. Der Rest ist mir wurscht. Eigentlich. Nicht böse sein, ich will nur ein bisschen Kupfer. Dann bin ich wieder weg. Aber ihr seid nicht gerade damit gesegnet hier unten. Und da ist das schon wieder ernsthaft. Da ist noch ein bisschen. Dann wird das auf der anderen Seite wohl noch weitergehen, ne? Halt, 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 will ich haben. Ich meine, ist natürlich dann jetzt auch... Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, aber wenn ich das jetzt hier so in Massen finde... Naja, Massen ist... Vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Okay, noch was? Ja, da. Ne, andere Seite muss ich wieder. Aber auch erstmal wieder nach oben. Diesmal ist der Weg ja nicht so weit. So, und dann mal gucken, wie weit das Riff in die andere Richtung läuft. Na, da kann ich auch noch hin. Oh. Halt, Kügelchen. Falsch gesehen. Noch mehr Kügelchen. Jetzt muss ich aber gucken. Das Falsche. Irgendwann wollte ich die Dinge auch mal gescannt haben, habe ich gesagt, ne? Habe ich nicht gemacht, habe ich direkt wieder vergessen. Da ist auch noch was. Sehr schön. Noch ein bisschen gucken. Das geht so ineinander über, das finde ich echt gar nicht mal übel. Gefällt mir. Vor allen Dingen, weil das wirklich so smooth, so richtig schön langsam ineinander übergeht. Und das gefällt mir echt sehr gut. Weil es ist auch dann viel realistischer irgendwo, als wenn das so abgehackt, zack, dies Biom, das Biom, jenes Biom. Und die hatten das also nach und nach immer so ein bisschen smoother gemacht. Und jetzt, wenn das überall so ist, wie gerade an dieser Ecke, dann sehr gelungen. Kann man dann nicht anders sagen. Hier sind schon wieder blaue Ballons. Vulkane, Mini-Vulkane. Hitzequellen. Das Rote? Was denn? Wieso tue ich mir einen Weh? Ich will doch nur Sachen haben. Ja, ich bin ja wieder weg. Ist mir zu warm, wa? Nee, eigentlich ja nicht. Da ist auch noch... Warte, ich habe noch was gesehen. Was auch immer das ist. Wieso meckerst du denn schon wieder? Tut dir doch gar nichts. Da alles gut. Alles in bester Ordnung. Wir können Freunde sein. So. Und so. Das war jetzt nicht so das, was ich suchte. Da ist noch was. Und dann kann ich ja... Lass mich mal gucken. 30 Sekunden. Kann ich ja... Warte, den... Nein. Besser ist, ich weiß nämlich jetzt nicht, wie hoch ich muss. Also, klar, ich sehe es ja da oben, wie viele Meter das sind. Aber, ich habe nicht im Kopf, ob das dann für 10 Sekunden oder 20 Sekunden oder 30 Sekunden ausreicht. Das ist so das Ding. Weil ich da eigentlich nie drauf achte. Ich achte auch selten drauf, wie tief ich bin. Es sei denn halt,
ich bin in dem Schiff, dann versuche ich das, darauf zu achten. Und da war noch einer. Die Titanen schmeiße ich glaube ich alle komplett weg, ne? Also wenn, nicht jetzt einfach so, weil ich, sondern um hier noch Kupfer sammeln zu können. Wo ist Kupfer? Verdammt. Das war Titan. Nee, Blei. Oh, hier sind so viele dicke Dinger. Ich brauche unbedingt den Pornanzug für solche Sachen. Da waren wir ja schon verdammt nah dran beim letzten Mal. Ich habe noch nicht gebaut. Weil das ist natürlich auch rote Dinger, grüne Dinger. Ich nehme so einfach mal alle mit. Ein bisschen rot, ein bisschen grün. Wenn wir jetzt noch ein bisschen gelb finden, dann haben wir eine Ampel zusammen. Ist doch super. Inventar voll. Ja komm, wir haben jetzt erstmal für das, was wir machen wollen. Oh ja. Genug Kupfer. Wir haben auch 26 Minuten rum. Das heißt, ich stelle jetzt diese zwei Sachen, die stelle ich her. Ja, die mache ich jetzt noch, bevor, dann gehe ich raus halt, weil ist ja Folge zu Ende. Aber ich glaube, dann sehen wir uns jetzt, wenn ich jetzt richtig sehe, am Dienstag wieder. Ja, ist das richtig sehr am Dienstag. Okay, mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, teilt gerne auf Social Media. Und ja, hören wir uns mal. Also, bis dahin, bye bye.